Der Ukraine-Konflikt verschärft sich und damit auch der Konflikt Russlands mit dem Westen. Und russische Aktien stehen unter Druck. Was ist jetzt wahrscheinlich? Droht da ein Desaster? Muss man seine russischen Aktien jetzt verkaufen? Oder ist es vielleicht sogar eine Einstiegschance? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Sie erinnern sich wahrscheinlich an die Typen, die letztes Jahr bei uns versucht haben, den Reichstag zu stürmen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, in der Lage wäre dann irgendein Abgeordneter aus Russland dazugekommen, hätte sich hingestellt vor die Demonstranten und hätte so Dinge gesagt wie: Eure Stunde ist gekommen und wir stehen voll hinter euch. So wie 2013 der US-Senator John McCain in der Ukraine bei den Maidan-Protesten. Das hätte uns schon etwas irritiert. Und stellen wir uns außerdem vor, es wären anschließend noch ein paar Außenminister gekommen, so aus Russland oder aus China, und die hätten dann da vermittelt und hätten mit beiden Seiten eine Übergangsregierung ausgehandelt und Neuwahlen, zu denen es dann so aber gar nicht gekommen ist, weil dann die Kanzlerin Merkel am nächsten Tag ins Ausland fliehen musste. Da hätten einige sicherlich gesagt, geschieht ihr ganz recht. Die war sowieso übel und korrupt und Moskau hörig ja obendrein auch noch, so wie Janukowitsch. Andere hätten aber vielleicht dann schon auch gesagt, naja, bei all ihren Fehlern war sie doch immer noch irgendwie die demokratisch legitimierte Kanzlerin. Und überhaupt, was passiert da eigentlich gerade? Und das war damals eben auch die russische Sichtweise auf die Ukraine. Ein vom Westen zumindest unterstützter Staatsstreich. Und ich weiß schon, der Vergleich hinkt extrem und es ist alles natürlich komplizierter und auch ein bisschen anders, ist völlig klar. Und es rechtfertigt ja auch nichts von dem, was danach dann passiert ist. Und ich bin garantiert auch nicht ein Putin-Fan oder sowas. Aber man muss leider doch auch sagen, der Westen hat sich da, was die Ukraine betrifft, eben auch nicht immer mit Ruhm bekleckert. Die Ukraine-Krise, die war nie wirklich vorbei. Aber wir sind jetzt an einem Punkt, wo das Ganze wieder voll hochkocht. Das sind die Meldungen, die wir jetzt haben. Russische Truppen, mindestens 100.000 Mann an der ukrainischen Grenze. Die USA sagen, Putin bereitet möglicherweise oder vielleicht sogar wahrscheinlich einen Angriff vor. Der ukrainische Präsident Zelensky, der wirft Russland vor, dass es in der Ukraine einen Staatsstreich geplant hätte. Russland wiederum wirft der NATO vor, dass sie vor ein paar Wochen einen Atomangriff simuliert hätten auf Russland. Und es sagt auch grundsätzlich, diese Manöver der NATO im Schwarzen Meer zusammen mit der Ukraine, die seien jetzt brandgefährlich. Das ist die Lage im Moment und das hat natürlich auch die russischen Aktienmärkte unter Druck gebracht. Und russische Aktien sind ja auch beim deutschen Anleger sehr beliebt. Hier haben wir zum Beispiel den RTS-Index, ein Index auf Dollarbasis. Und Russland ist ja vor dieser Krise ein überdurchschnittlich starker Markt gewesen, also gerade auch dieses Jahr nochmal. Getrieben von Bewertungen, die immer noch relativ niedrig sind und von gestiegenen Öl- und Gaspreisen. Hat aber jetzt doch dann einiges wieder verloren. Es ist jetzt noch nicht so dramatisch, aber zumindest das, was er im letzten halben Jahr dann noch dazu gewonnen hat, das hat er jetzt auch wieder abgegeben. Ich habe mich neulich mit einem Bekannten darüber unterhalten, über die ganze Sache. Ich darf ihn auch zitieren, wenn ich ihn namentlich nicht nenne. Der hat gesagt, er könne es ja gar nicht erwarten, dass Russland jetzt endlich angreift, weil er hat nämlich 2014, als Russland die Krim besetzt hat, den Einstieg verpasst bei russischen Aktien, nachdem sie da eingebrochen sind. Und er hofft eben, die brechen jetzt nochmal ein und dann würde er wenigstens dann nochmal günstiger reinkommen. Das ist kaltschnäuzig. Aber das heißt nicht, dass es vom Grundsatz her völlig falsch ist, weil so übel das damals auch war, aber rein von der Marktentwicklung her, da war das natürlich der optimale Einstiegszeitpunkt für russische Aktien. Hier haben wir nochmal den RTS und diesmal eben auf 10 Jahre.
Die Ukraine-Krise, die hat sich zugespitzt 2014 und gleichzeitig ist auch der Ölpreis da dann eingebrochen. Und da ist dann eben auch der RTS-Index eingebrochen. Es hat 2015 dann eine Erholung gegeben, die war aber nur kurzfristig und das Tief ist nochmal getestet worden 2016. Und dann Corona-Krise 2020 natürlich, da ist er dann auch nochmal zwischenzeitlich stark gefallen. Aber insgesamt war das natürlich kein schlechtes Investment, weil seit damals ist der Index zwischenzeitlich um über 200% gestiegen, in Dollar wohlgemerkt. Obwohl ja die Ukraine-Krise immer irgendwie da war und obwohl sich ja auch das Verhältnis zum Westen nicht wirklich gebessert hat in all den Jahren. Aber es war eben alles nicht mehr so akut und ist dadurch irgendwann mal wieder in den Hintergrund geraten und die Fundamentaldaten sind wieder in den Vordergrund gekommen. Und jetzt ist es aber wieder akut, die Krise. Und jetzt stehen wir eben vor der Frage, was müssen wir befürchten für russische Aktien? Wir haben jetzt also diesen Aufmarsch. Und Sie erinnern sich vielleicht, im März in diesem Jahr, da haben wir schon mal so einen Aufmarsch an der ukrainischen Grenze gehabt. Da war auch viel Aufregung damals, wenn auch nicht ganz so viel wie jetzt. Aber Russen haben damals eben schon gesagt, das ist doch nur ein Manöver. Und ein paar Wochen später war es auch tatsächlich sang- und klanglos vorbei, das Ganze. Das war eben so eine Art, ja, Machtdemonstration. Man hat gezeigt, hallo, liebe Freunde, wir sind auch noch da. Und es kann durchaus immer noch sein, dass es diesmal auch wieder ganz genauso läuft. Und dass Putin auch diesmal sagt, so, jetzt haben wir wieder ein bisschen aufgemischt, Mission erfüllt und Ende. Und wenn es so ist, dann ist das Thema vielleicht auch in ein paar Wochen wirklich schon wieder vergessen und wir reden über ganz andere Dinge. Ich glaube aber, es ist diesmal schon ein bisschen anders. Der Erfolg von diesem Manöver im März, der war ja begrenzt. Und wenn man jetzt einen Großaufmarsch macht nach dem anderen und die bleiben alle eher ohne Folgen, dann macht das Ganze ja nicht so viel Sinn. Irgendwas muss jetzt schon dabei rausspringen für Russland. Und die russischen Stellungnahmen, die sind im Moment wieder typisch. Also auf der einen Seite sagt Russland, das ist alles haltlos, der Westen reagiert da hysterisch, das ist der offizielle Standpunkt. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt aber eben auch so Putin-Aussagen so in die Richtung, ja, das, was die NATO eben macht gerade mit ihren Manövern, das sei hochgefährlich. Oder aber auch, dass er letzte Woche die Situation in der Ostukraine bezeichnet hat als einen beginnenden Völkermord. Das heißt jetzt nicht zwingend, dass er nach einem Kriegsgrund sucht, aber er will auf jeden Fall den Eindruck machen im Moment, dass er nach einem Kriegsgrund sucht. Und der Hauptgrund dafür, dass sich jetzt alle diese Sorgen machen oder so große Sorgen machen, das ist natürlich schon der, dass man weiß, Putin scheut nicht die Konfrontation und er schreckt auch nicht davor zurück, dass er militärische Gewalt anwendet. Und besonders wichtig, er ist auch bereit, dass er den Preis dafür zahlt. Auch 2014, Annexion der Krim, das war ja ein enormes Risiko, muss man sagen, das er aber eingegangen ist. Und ich habe schon mal gesagt, was den Westen betrifft, ist er damit noch relativ gut davongekommen damals. Es wären ja auch ganz andere Sanktionen denkbar gewesen. Sanktionsdrohungen gibt es jetzt auch wieder. Und es stellt sich eben die Frage, schrecken die noch wirklich ab? Und kann der Westen Russland damit auch wirklich schaden? Wie gesagt, die Sanktionen damals, die waren begrenzt und Russland ist jetzt auch nicht dran zerbrochen. Aber es hat trotzdem geschadet. Das ist das russische Wachstum die letzten 25 Jahre. Ist wieder mal eine Grafik von Trading Economics. Das ist eine Seite, die ich wirklich nur sehr empfehlen kann, wenn man volkswirtschaftliche Daten recherchieren will. Es hat mehrere Krisen gegeben in dem Zeitraum, also die Rubelkrise 98, 99, die Finanzkrise, die Corona-Krise natürlich, aber eben auch die Ukraine-Krise 2014. Und jetzt muss man zwar sagen, dass die wenigsten Länder natürlich nach der Finanzkrise 2008 noch so stark gewachsen sind wie vor der Finanzkrise und auch, dass das russische Wachstum ja auch schon vor der Ukraine-Krise zurückgegangen ist, auch ölpreisbedingt. Aber trotzdem, man stellt schon fest,
Die Ukraine-Krise, die war ein Einschnitt für das russische Wachstum. Das Wachstum ist seitdem wirklich unterdurchschnittlich. Und ein zusätzlicher Punkt ist, dass der Vertrauensverlust damals an den Märkten Russland eben auch zu relativ hohen Leitzinsen gezwungen hat, damit da eben nicht zu viel Kapital abfließt. Und hier haben wir im gleichen Zeitraum die Leitzinsentwicklung. Und ich bin ja kein Fan von der russischen Außenpolitik, aber ich bin absolut ein Fan von der russischen Geldpolitik, weil die ist äußerst konsequent. Wir sehen, wie die Notenbank damals eben in der Ukraine-Krise den Leitzins massiv angehoben hat. Das war sehr, sehr konsequent. Wir sehen übrigens auch, wie sie ihn jetzt schon wieder anhebt zur Inflationsbekämpfung. Der ist inzwischen jetzt auch schon wieder bei 7,5%. Nur das alles kostet Wachstum und neue Sanktionen und neue zusätzliche Spannungen, die würden wahrscheinlich noch höhere Leitzinsen erzwingen. Und zumindest ist es wahrscheinlich oder auch wieder Wachstum kosten. Russland hat die Zeiten durchgestanden, wie gesagt, hat viele Produkte, die man zum Beispiel aus dem Westen früher importiert hat, jetzt substituiert. Russland hat eine sehr niedrige Staatsverschuldung und auch die Auslandsverschuldung ist auch seit 2014 deutlich zurückgegangen von 730 auf 490 Milliarden Dollar. Und auch die Staatsschulden sind nur noch zu 20% in ausländischer Hand. Die Abhängigkeit vom Auslandskapital ist also tatsächlich zurückgegangen. Aber dessen ungeachtet, wenn der Westen das wirklich will, dann kann er Russland mit neuen Sanktionen natürlich trotzdem hart treffen. Sanktionen gegen einzelne Unternehmen, das Abschneiden von diesen Unternehmen vom Kapitalmarkt, bis hin dazu, dass man auch Russland jetzt abschneidet, auch vom SWIFT-System, also das System, mit dem der Bankenzahlungsverkehr abgewickelt wird, so wie man das mit dem Iran gemacht hat vor ein paar Jahren schon. Und das steht auch alles im Raum momentan. Die ganz andere Frage ist natürlich, ob der Westen dann am Ende auch wirklich so weit gehen wird. Weil vor allem die EU, die hat ja auch ein bisschen was zu verlieren. Also Stichwort Energiesicherheit zum Beispiel, die Versorgung mit russischem Erdgas. Das ist der Elefant, über den keiner spricht, aber der die ganze Zeit im Raum steht. Es ist auch die russische Trumpfkarte, würde ich sagen. Russland hat diese Trumpfkarte in den letzten Jahren nie ausgespielt, hat nie damit gedroht oder sowas, aber jeder weiß natürlich trotzdem, dieses Thema könnte irgendwann mal im Raum stehen. Nord Stream 2 ist jetzt natürlich auch wieder im Gespräch, also die Pipeline von Gazprom nach Deutschland, die neue Pipeline. Und da heißt es jetzt, wenn Russland die Ukraine angreift, dann wird diese Pipeline natürlich nicht genehmigt. Das wäre für Gazprom sehr schlecht, aber es bringt Gazprom jetzt auch nicht um. Und die bei uns, die da jetzt vollmundig drüber reden, wie man Russland damit schaden könnte, die haben möglicherweise sich eben auch noch nicht genug Gedanken gemacht, wer in dem Punkt jetzt am längeren Hebel sitzt. Es ist aber trotzdem interessant, diese ganze Geschichte. Also, dass man die Pipeline jetzt eben auch zur Verhandlungsmasse gemacht hat im Ukraine-Konflikt. Weil in dem Moment, wo ich sage, wenn das eskaliert, dann wird die Pipeline nicht genehmigt. Wenn ich also damit drohe, dann muss ich im Umkehrschluss ja eigentlich auch sagen, wenn es nicht eskaliert, dann wird sie genehmigt. Weil sonst ist es nicht glaubwürdig und sonst ist es ja auch wirklich ein Affront dann. Aber so oder so, Drohungen stehen im Raum und Putin hat umgekehrt jetzt auch zu Joe Biden gesagt, er will jetzt Garantien haben, er will Garantien, dass die Ukraine nicht mehr aufgerüstet wird vom Westen und dass auch die NATO-Osterweiterung gestoppt wird. Und das weist aber Joe Biden weit von sich, darauf will er nicht eingehen und damit stecken wir jetzt natürlich fest und die Lage ist relativ unangenehm. Trotz allem, ich glaube, ein Angriff Russlands auf die Ukraine, es wäre in dem Sinn nicht rational und der Preis wäre auch für alle Seiten zu hoch. Darum kann ich es mir auch nicht wirklich vorstellen. Es ist nicht völlig undenkbar, vielleicht auch einfach dadurch, dass irgendwer jetzt doch eben die Nerven verliert. Und dadurch haben wir jetzt bei russischen Aktien natürlich so eine Art asymmetrisches Risiko. Also wir haben auf der einen Seite eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es halbwegs glimpflich läuft und eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass es schlimm wird. Nur wenn es schlimm wird, dann wird es eben wirklich schlimm.
Die zweite Möglichkeit ist dann eben die, wie gesagt, dass sich das Ganze schnell auflöst wieder in Wohlgefallen. Dann wäre die Krise vielleicht in ein paar Wochen sogar wieder eine Einstiegschance. Ich glaube aber das eben nur bedingt. Und das Wahrscheinlichste aus meiner Sicht ist eben, dass wir keine absolute Eskalation kriegen, aber trotzdem weiter relativ scharfe Spannungen, Provokationen, Drohungen haben werden, bis Russland glaubt, es habe mit dieser ganzen Aktion eben auch was erreicht. Das ist auch das, was Wladimir Putin gesagt hat in einer Rede in Russland vor 2 Wochen. Er hat gesagt, unsere Warnungen haben einen Effekt gehabt, die Spannungen sind gestiegen. Es ist nun wichtig, dass die Spannung so lang wie möglich hoch bleibt, damit niemand auf die Idee kommt, an unseren westlichen Grenzen einen Konflikt entstehen zu lassen. Zitat Ende. Was immer man davon hält, aber ich glaube, das ist die russische Taktik und dementsprechend auch das wahrscheinlichste Szenario. Anhaltende, möglichst hohe Spannungen und dadurch aber eben wahrscheinlich auch eine relativ hohe Volatilität erstmal auch für russische Aktien. Ich bin nicht der Meinung, dass man gar keine russische Aktien haben sollte. Es gibt da hervorragende Unternehmen in Russland, viele sind immer noch günstig bewertet. Und Sie haben ja zum Beispiel auch von uns letzte Woche den Zukunftsmärkte-Report bekommen zu den russischen Ölaktien, in dem wir natürlich auch auf die politischen Risiken verwiesen haben. Aber es kann eben die nächsten Monate zum Beispiel auch sein, dass es wieder eine große, große Rolle spielt, ob ein russisches Unternehmen kontrolliert wird vom Staat oder von jemandem, der als Kreml nahe gilt, oder ob es ein ganz normales russisches börsennotiertes Privatunternehmen ist. Davon gibt es ja auch einige und da haben wir natürlich eine niedrigere Sanktionsgefahr. Das kann jetzt zum Beispiel eben auch wieder wichtig werden. Und was den Zukunftsmärkte-Report betrifft zu den russischen Ölaktien, der ist gratis natürlich. Den können Sie jederzeit lesen bei uns im Archiv, so wie alle anderen Reports von uns auch. Sie müssen sich nur einmal anmelden dafür auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Man muss sich aber natürlich schon klar sein, auf der anderen Seite, dass das politische Risiko von Russland-Aktien eben auch schon überdurchschnittlich ist, sodass man, wenn man da jetzt sehr stark gewichtet ist im Moment, gerade jetzt, dass man sich da vielleicht schon mal fragen könnte, ob man da jetzt nicht auch ein paar Gewinne mitnimmt. Was ich wahrscheinlich nicht betonen muss, wenn man jetzt neue Russland-Positionen aufbauen will, neu aufbauen, dann ist der Zeitpunkt jetzt im Moment wahrscheinlich auch nicht ganz so der optimale. Behalten Sie also Russland im Auge, aber behalten Sie eben auch die Risiken im Auge. Ist insofern auch interessant, weil es ja erst ein paar Wochen her ist, dass ich hier gesagt habe, es wundert mich ja ein bisschen, dass man am Markt zum Beispiel damals Brasilien und China ein sehr hohes Risiko, ein sehr hohes politisches Risiko zugeschrieben hat und Russland aber eigentlich überhaupt keins mehr. Und daran sieht man es auch mal wieder, so schnell ändern sich die Dinge. Russland zeigt aber auf der anderen Seite auch, dass man diese politischen Risiken irgendwann auch mal wieder abschütteln kann. Auch das haben wir ja gesehen die letzten Jahre. Und das kann zum Beispiel eben auch eine Perspektive sein, zum Beispiel für China oder für die anderen Länder, die man im Moment eben für uninvestierbar hält. Hat man von Russland eben auch schon mal gesagt vor ein paar Jahren, nicht nur wegen der Ukraine, sondern auch wegen so Dingen wie der Jukos-Affäre oder dem Ärger mit von BP in Russland, ist jetzt alles inzwischen wieder Schnee von gestern. Und Sie haben es ja gesehen, wie gut russische Aktien teilweise trotzdem gelaufen sind. Okay, so viel dazu. Dann der Weihnachtsgeschenke Last-Minute-Tipp, der fällt für heute aus. Weil viele sagen ja auch, Weihnachten sollte das Fest des Friedens sein und nicht das Fest des Konsums. Nur dazu kann ich leider nur sagen, ich war am Wochenende in mindestens 10 Geschäften und zwar überall das Gleiche. Weltfrieden ist aus. Darum vielleicht alternativ einfach mal was Einfaches schenken zu Weihnachten, zum Beispiel ein Apfel aus deutscher Produktion oder um unseren früheren Bundesminister Christian Schmidt zu zitieren, One apple a day keeps Putin away, sollte man vielleicht auch mal der NATO sagen. In diesem Sinne, wenn Sie Lust haben, lesen Sie jetzt einfach noch unseren Zukunftsmärkte-Report zu den russischen Öl- und Gasaktien. Alles Gute Ihnen, herzlichen Dank fürs Zuschauen.